Okay, Preisfrage, was wird es? Kommt ihr nie drauf. Ich mache hier einen Wasserwirbel mit Essig. Und darin kommt ein Ei. In den Wasserwirbel, schaut mal her, ein rohes, glückliches Bio-Ei. Und durch diesen Wasserwirbel, ja, hält das Ei so ein bisschen, man sieht es gut, zusammen. Also es gibt ein pochiertes Ei. Verstanden? Ein pochiertes Ei, Salz noch dazu. Und jetzt schön gemütlich das Ei in diesem Essig-Wasserwirbel garen lassen. Okay, und dazu gibt es, ist ja ein Blitzrezept, ja? Ein Ebli-Risotto. Wisst ihr, was Ebli ist? Das ist Zartweizen. Saumäßig gesund, saumäßig lecker und muss ungefähr 18 Minuten in der Brühe weich kochen, wie Reis auch. Ja, und dazu gibt es jetzt hier den besten Camembert. Weich, lecker. So, und richtig viel Camembert kommt in das Risotto. So, dazu mein heißgeliebter Parmesan. Und dann einmal rühren, dass der Käse schön schmilzt. Ja, das dauert ein bisschen. Und dazu kommt dann ein bisschen Orangenkonfitüre. So ein Esslöffel. Zu der Orangenkonfitüre kommen ein paar Rosinen, ein bisschen Salz. Wenn das Ganze zu fest ist, klauen wir uns da mal ein paar Tropfen von diesem Essigwasser. So, und jetzt muss man hier ein bisschen rühren, ja? Oh, ein bisschen Geduld. Es gibt ein richtig schönes Risotto. Das dauert jetzt ein paar Minütchen. Okay, ihr müsst einfach so lange rühren, bis man da eine schöne Konsistenz hinbekommt. Und dann mit dem Ebli und dem Risotto wird es extrem lecker. So. Achtung. Große Portion. Hey, ihr müsst es unbedingt mal probieren. Vielleicht auch bei einem Risotto mit so einem Camembert. Das ist wirklich extrem lecker. Und jetzt das pochierte Ei. Schön vorsichtig. Luft anhalten. Einmal hier rein. Das tue ich jetzt mal anschneiden. So. Dann läuft das Eigelb hier raus. Ein paar Pistazien oben drauf. Und jetzt hat man ein Ebli-Risotto. Leute, ein Ebli-Risotto mit Camembert, pochiertem Ei, saumsig lecker, kostet nicht viel Geld und ihr beeindruckt alle. Alright? Hens' Blitzrezepte.